Terminator 2 löste damals schon vor Kinorelease eine absolute Terminator-Mania aus. Was alle Beteiligten, angefangen bei Regisseur James Cameron, über Arnie und Linda Hamilton und Co. erschaffen hatten, das war für die damalige Zeit fast beispiellos. Selbst bevor der Film überhaupt startete, der Teaser damals, der war so clever. Erwartungen wurden geschürt, Erwartungen wurden übertroffen. Die Ideen, jetzt zum Beispiel ein Terminator aus flüssigem Metall, das war absolut geisteskrank und doch so genial. Die Action, die war sowieso von einem anderen Stern. Und ohne Arnie als treibende Kraft dahinter, hätte es diese mitbeste Fortsetzung aller Zeiten und auch für die damalige Zeit einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wahrscheinlich niemals gegeben. Nachdem ich euch jetzt im letzten Video auf die Reise durch die Geschichte des ersten Terminators mitgenommen habe, widmen wir uns heute diesem Brocken von Fortsetzung, und zwar in allen Facetten. Produktion und Entstehungsgeschichte, Veröffentlichungen, die verschiedenen Fassungen, Handlung und meine Kritik und Analyse. Alles in der heutigen großen Filmbesprechung, in die ich mal wieder unzählige an Arbeitsstunden reingesteckt habe. Scheißegal, es geht um Terminator 2. Viel Spaß. Die verhältnismäßig kleine Produktion The Terminator schlug ein wie eine Bombe und avancierte innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Kultfilm. Regisseur Cameron etablierte sich dann als einer der besten Geschichtenerzähler Hollywoods, was er jetzt in den Folgejahren mit Filmen wie jetzt zum Beispiel The Abyss oder Aliens nochmal zementierte. Terminator 1 betrachtete er interessanterweise als abgeschlossene Geschichte, aber es war gerade Arnold Schwarzenegger, der danach lechzte, dass diese Geschichte eben fortgesetzt wird. Cameron, der ließ sich nur langsam erwärmen. Und aufgrund der Arbeiten an den eben genannten Filmen dauerte es sowieso noch ein paar Jahre, bis es überhaupt erst spruchreif werden konnte. Und auch aufgrund von Schwierigkeiten mit der Hamdale Film Corporation, die damals den ersten Teil produzierte und 50% der Rechte hielt. Und ohne deren Go keine Fortsetzung. Übrigens wäre gegen Ende der Produktion von Terminator 1 James Cameron fast auf Hamdale-Chef John Daly losgegangen, weil der unbedingt das Ende von Terminator 1 ändern wollte. Das Ganze gipfelte dann schließlich 1990 in einem großen Rechtsstreit. Cameron, Schwarzenegger, Produzentin Gail Ann Hurd, mit der Cameron übrigens von 1985 bis 1990 verheiratet war, und der Effektskünstler Stan Winston taten sich zusammen und verklagten die Hamdale Film Corporation wegen nicht ausgezahlter Gewinne. Schwarzenegger hatte in der Zwischenzeit jetzt auch Total Recall gemacht, einer Carolco-Produktion, quasi dem besseren Canon, wenn man so möchte. Er überzeugte jetzt den Chef Mario Casar, die Rechte von Hamdale, denen es jetzt zu dieser Zeit nicht wirklich gut ging, zu kaufen. Jedoch wäre das nur die Hälfte gewesen. Die anderen 50%, die hielt Produzentin Gail Ann Hurd. 17 Millionen Dollar gab Carolco bzw. Casar jetzt insgesamt dafür aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob das damals der teuerste rechte Deal aller Zeiten war, aber er war ganz sicher einer der teuersten. Casar drängte jetzt drauf, dass die Produktion so schnell wie möglich beginnt, was ja auch irgendwo verständlich ist. Der Typ hat jetzt schließlich seine Taschen leer gemacht und er würde gerne so schnell wie möglich wieder ein paar Dollar sehen. Er setzte jetzt dann Cameron auch so ein kleines bisschen die Pistole auf die Brust. Wir fangen an, mit dir oder ohne dich. Aber ich bin bereit, dir für deine Arbeit dann 6 Millionen Dollar zu bezahlen. Fairer Deal. Der Film wurde jetzt am Ende keine reine Carolco-Produktion. Kanal Plus, heute bekannt als Studio-Kanal, war ebenfalls mit dran beteiligt. Dann auch Camerons Firma Lightstorm Entertainment und Pacific Western Productions, die heute Valhalla Entertainment heißen und unter anderem für zum Beispiel The Walking Dead verantwortlich waren. Den Vertrieb des Films übernahm TriStar Pictures und die wollten den Film schon ein gutes Jahr später, nämlich am 27. Mai 1991 bereits ins Kino bringen. Cameron setzte sich nun also umgehend mit William Wisher zusammen, mit dem er ja auch schon am Drehbuch zu Terminator 1 gearbeitet hatte. Innerhalb weniger Wochen, also quasi unter Hochdruck, entstand dann das Skript, wobei man jetzt mehrere Ideen aufgriff und auch wieder verwarf. Zum Beispiel, dass hier ein T-800 gegen einen T-800 kämpft, mit Arnie in der Doppelrolle. Oder T-800 gegen einen Super-Terminator. Der erste Film, der wurde dabei intensiv studiert. Einfach, um jetzt die Charaktere für diesen Film logisch weiterentwickeln zu können. Am Ende wurde es dann diese Geschichte, die wir nun kennen. Weg vom Sci-Fi-Slasher hin zum Familienfilm. Mama Sarah, Papa T-800, der im Verlauf des Films menschliche Gefühle dann mindestens versteht, und Sohn John. Für Cameron war diese Beziehung auch irgendwo das Herzstück des Films. Aber hier eben
im Angesicht einer drohenden Auslöschung der Menschheit durch einen Atomkrieg. Es wurden dann auch Ideen wieder aufgegriffen, die man schon für den ersten Teil hatte. Zum Beispiel ein Terminator aus flüssigem Metall. Cameron beriet sich dabei während des Schreibprozesses auch immer wieder mit ILM, die dann später für viele der Effekte verantwortlich waren, einfach um mit denen abzuklären, ist das Ganze, was ich jetzt schreibe, überhaupt realisierbar? Arnie war als T-800 natürlich gesetzt. Ihm gefiel dann auch diese Idee dieser sympathischen, stoischen Maschine, die auch noch cool daherkommt. Ihm wurde für diesen Film dann auch eine Rekordgage bezahlt. Irgendwas zwischen 11 und 15 Millionen Dollar. Um die Barkasse jetzt nicht zu sehr zu strapazieren, gab es jetzt die überwiegende Gage in Form eines Privatjets im Wert von 13 Millionen Dollar. Carolco wurde dann auch so ein bisschen mit dafür verantwortlich gemacht, dass jetzt ab den 90ern die Gagen für Schauspieler förmlich explodierten. Aber kommt schon, wir wissen alle ganz genau, dass Cannon und Sly damit angefangen haben. Cameron wollte nur Linda Hamilton als Sarah Connor. Sollte sie nicht mitspielen wollen, hatte er sich schon alternative Handlungsstränge überlegt, einfach um deren Abwesenheit zu erklären. Linda sagte zu. Übrigens sehen wir hier auch kurz ihre bereits leider verstorbene Zwillingsschwester Leslie im Finale, als eine der beiden, die falsche Sarah war. Die beiden Luise hier in der Heilanstalt waren übrigens auch Zwillinge, das war kein Effekt. Körperlich, krafttechnisch wurde Linda Hamilton hier für diesen Film in absolute Topform gebracht. Und Hamilton bezeichnete diese Zeit wirklich als reinste Hölle. Ihre Gage betrug auch nur 1 Million Dollar, was sie natürlich so ein bisschen unverhältnismäßig sah, wenn man jetzt natürlich die Gage von Arnie vergleicht. Für den TR-1000 war ursprünglich sogar Rocksänger Billy Idol vorgesehen, doch der verletzte sich vorher bei einem Motorradunfall und konnte die Rolle deswegen nicht annehmen. Am Ende wurde jetzt dann Robert Patrick gecastet. Cameron sagte dazu, er wolle ein Schauspieler, von dem man meinen könnte, dass er jetzt frisch von der Polizeiakademie käme und der dann auch gleichzeitig irgendetwas Geschmeidiges hätte. Übrigens, Robert Patrick lebte zu dieser Zeit in seinem Auto. Er studierte jetzt die Tierwelt, genauer gesagt Raubtiere, kurz bevor sie ihre Beute erlegen. Sein Training, seine Vorbereitung für den Film, das ging auch absolut an die Grenzen. Ich meine, schaut euch mal im Film an, wie dieser Typ rennt. Außerdem lernte er Waffen abzufeuern, ohne zu blinzeln. Edward Furlong setzte sich dann am Ende gegen 100 weitere Kandidaten für die Rolle des John Connor durch. Während die anderen Kids immer so fröhlich wirkten, weil sie in irgendwelchen Happy Commercials mitgewirkt hatten, war Furlong herrlich mürrisch und auch intelligent. Das gefiel Cameron. Interessanterweise hatte Furlong bis dahin auch null Schauspielerfahrung. Also gab es dann Unterricht darin, er musste ein bisschen Spanisch lernen, Motorrad fahren und wie man mit Waffen umgeht. Letzter größerer Charakter hier im Film ist Miles Bennett Dyson. Ursprünglich hätte den Denzel Washington spielen sollen. Der wollte aber nicht wirklich, nun übernahm ein Joe Morton. Der hielt sich jetzt während des Drehs auch bewusst vom restlichen Hauptcast fern. Einfach damit sein Schauspiel dann so glaubhaft distanziert wirkt. Außerdem sehen wir hier auch wieder den bereits verstorbenen Earl Bowen in seiner Paraderolle als Dr. Silverman. Für die Effekte waren unter anderem wieder Stan Winston mit an Bord für die ganzen Puppenarbeiten. Das CGI stammt von ILM, Fantasy 2 war ebenfalls wieder mit an Bord, hier jetzt in erster Linie für die ganzen Miniaturen. Das CGI des T-1000, das war zur damaligen Zeit noch ein verdammt großes Risiko. Die Technik steckte schließlich noch in den Kinderschuhen. Was, wenn das Ergebnis scheiße aussieht? Was, wenn sich diese CGI-Effekte mit den praktischen nicht gut kombinieren ließen? Einen wirklichen Plan B gab es wohl nicht. 17 Millionen Dollar waren insgesamt für Spezialeffekte und Stunts vorgesehen. Das CGI, das wir im fertigen Film sehen, beläuft sich auf nicht mal 5 Minuten Laufzeit. Und allein dafür gingen damals 5 Millionen Dollar drauf. 35 Leute waren insgesamt dafür verantwortlich. Und die damaligen Rechner. Die brauchen jetzt zum Beispiel ganze 10 Tage, um 15 Sekunden an CGI-Filmmaterial überhaupt mal zu rendern. Die Hauptdreharbeiten fanden dann von Oktober 1990 bis März 1991 in und rund um LA statt. Aufgrund des geplanten Release-Termins, also den 27. Mai 91, wurde dann auch relativ viel Zeit für die Vorproduktion einfach mal gekürzt. Cameron arbeitete gefühlt Tag und Nacht. Er choreografierte dann auch teilweise diese ganzen Verfolgungsjagden mit Spielzeugautos vor, filmte dann das Ganze und übergab das dann an die Storyboard-Künstler. Von allen Beteiligten verlangte er nahezu Unmenschliches, woraufhin viele aus der Crew da mit einem T-Shirt rumliefen, auf dem dann stand, du machst mir keine Angst, ich arbeite für James Cameron. Er überredete Arnie sogar, da zu bleiben und weiterzuarbeiten, anstatt dass er jetzt über Weihnachten mit dem damaligen Präsidenten George Bush zu den amerikanischen Truppen nach Saudi-Arabien fliegt. Kameramann Adam Greenberg
der den Job auch schon im ersten Teil übernommen hatte, war überwältigt von den Ausmaßen dieser Produktion. Er sagte, während man jetzt bei Terminator 1 quasi auf Zuruf mit dem Team arbeiten konnte, ging hier bei dieser Riesenproduktion ohne Walkie-Talkies überhaupt nichts. Die Dreharbeiten waren beendet. Es ging jetzt in die Post-Production. Der Film wurde geschnitten und vieles, was irgendwo gut und auch vielleicht wichtig war, fiel jetzt dann der Schere zum Opfer. Ein bisschen später gehe ich nochmal näher drauf ein beim Punkt Releases. Die Musik hier wurde ebenfalls wieder von Brad Feel komponiert. Und der Score, um ihn mit einem Wort zu beschreiben, atemberaubend. Er orientierte sich ganz klar an dem, was er schon für Teil 1 komponiert hatte. Aber diesmal arbeitete er weniger mit einem Synthesizer, sondern eben mit einem echten Orchester. Von denen ließ er dann auch viele kreative, verrückte Samples einspielen, die man dann für einzelne Szenen verwendete. Eben diese ganzen schrillen Geräusche, was man hier und da hört. Neben Fiedel war auch Guns N' Roses am Score beteiligt. Beziehungsweise sagen wir es so, eins ihrer Stücke wurde dann für den Film verwendet, nämlich You Could Be Mine. Und dafür gab es dann auch ein eigenes Musikvideo, in dem man jetzt Arnie sieht, wie er Guns N' Roses verfolgt. Und inszeniert wurde dieses Video übrigens von Stan Winston. Dann gab es eine richtig, richtig geile Werbekampagne. In einem Teaser, da sieht man jetzt zum Beispiel, wie ein T-800 gebaut wird. Und ich finde, das sieht einfach nur sensationell aus. Und das ist übrigens etwas, das wirklich nur für diesen Teaser gedreht wurde. Das sieht man im fertigen Film gar nicht. Ist zwar ein bisschen schade, macht diesen Teaser auch zu etwas ganz Besonderem und leider ist es auch so eine ausgestorbene Kunst. Der geplante Kinorelease am 27. Mai, der war auf gar keinen Fall einzuhalten. Vor allem jetzt wegen diesen ganzen aufwendigen Effekten und speziell dem CGI. Der Kinostart wurde also um 6 Wochen nach hinten geschoben und die Filmrollen, die kamen wortwörtlich in der Nacht vor dem landesweiten Kinorelease bei den Kinos an. Terminator 2 startete in den US-Kinos am 3. Juli 1991 mit einem R-Rating und einer Laufzeit von 137 Minuten. Er war mit einem Budget von plus minus 95 Millionen Dollar die damals teuerste Produktion aller Zeiten und spielte weltweit 520 Millionen Dollar ein, was ihn auch damals zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten machte. Die Kosten wurden größtenteils tatsächlich schon vor Kinostart wieder reingeholt und zwar durch den Verkauf von Video- und TV-Rechten und ähnlichem. Und ich erinnere mich noch wirklich verdammt gut. Obwohl ich damals ein bisschen zu jung für einen Kinobesuch war, war damals gefühlt der ganze verdammte Planet im T2-Fieber. Die Kritiken, die fielen fantastisch aus. Der Ton, das Drama und trotz Maschinen wird hier in diesem Film Menschlichkeit vermittelt. Camerons unübertroffene Art, Action zu inszenieren. Und natürlich die Spezialeffekte. Vor allem das damals wirklich bahnbrechende CGI, das den Weg für Werke wie zum Beispiel Jurassic Park erst ebnete. Bei Rotten Tomatoes liegt das Tomatometer bei 91%, der Popcorn-Score bei 95%. Volltreffer. Was seitens einiger Kritiker am Ende jetzt doch ein bisschen kritisiert wurde, war jetzt die, laut deren Meinung, verworrene Botschaft, dass man Gewalt einsetzen müsse, um Frieden und menschliche Werte zu wahren und Kriege, Atomwaffeneinsatz und Technologieabhängigkeit abzuwehren. Okay, was ist meine bescheidene Meinung dazu? Wenn alle Mittel ausgeschöpft sind und du gezwungen wirst, Gewalt anzuwenden, um so ein großes Unheil zu verhindern, dann ist es halt so. Scheiße, aber ist halt so. Bei den Oscars 1992 sahnte der Film dann 4 Trophäen ab. Bester Ton, bester Tonschnitt, beste visuelle Effekte und bestes Make-up. Er war dann auch noch für die beste Kamera und den besten Schnitt nominiert und meinetwegen hätte er diese Trophäen dann auch noch gewinnen können. Meinetwegen hätte man ihn auch als besten Film nominieren können und meinetwegen hätte er diese Trophäe auch noch bekommen können. Die gewann in diesem Jahr dann allerdings Schweigen der Lämmer. Damit kann ich gut leben. Bei uns startete der Film dann am 24. Oktober 1991 mit einer Freigabe ab 16. Und auch hier bei uns. Der Hype war echt, der Hype war gerechtfertigt. VCL brachte dann am 24. Januar 1992 die VHS bei uns heraus. Es folgten dann diverse Neuauflagen. 1998 gab es dann die erste DVD von Marva VCL und danach folgten weitere interessante Editionen, zu denen ich jetzt komme. In den Staaten erschien bereits 1995 eine Special Edition auf Laserdisc, die jetzt viele Szenen wieder einfügte, die ursprünglich eben für einen besseren Filmfluss geschnitten wurden. Diese Fassung
Fassung, die ist dann 153 Minuten lang. Geschnitten wurde zum Beispiel eine Szene mit Sarah in der Heilanstalt, die dann von Pflegern ziemlich grob behandelt wird. Gefolgt von einer Vision, in der sie Kyle Reese, also Michael Biehn, wieder sieht. Er ist im Film dabei. Und der spricht ihr dann für die bevorstehenden Herausforderungen Mut zu. Es gibt viele diverse kleine Szenenerweiterungen, die es dann das ein oder andere Logikloch ein bisschen schließen. Eine Operationsszene, bei dem jetzt dem T-800 eine Sperre entfernt wird, damit er lernfähig wird, vor allem was jetzt menschliches Verhalten angeht. Es gibt dann auch insgesamt viel mehr menschliche Momente. Unter anderem hier ein ziemlich misslungener Versuch eines Lächelns seitens des T-800. John Connor und auch Miles Dyson bekommen mehr emotionale Tiefe und am Ende im Finale haben wir ein paar neue Szenen mit dem T-1000, in der wir sehen, dass er durch das Bad im Stickstoff, in dem es ihn dann in 1000 Stücke zerrissen hat, Schäden davon getragen hat. Und hier in dieser Fassung wird dann eben auch gezeigt, dass John das in einer Szene eben erkennt, wer seine Mutter ist und wer nicht. Dann gibt es noch den Ultimate Cut mit 156 Minuten Laufzeit, in dem dann zwei weitere Szenen wieder eingefügt wurden. Zum einen sehen wir den T-1000, wie er Johns Zimmer durchsucht und zum anderen haben wir statt einem offenen Ende ein Happy End, das die Familie Connor glücklich im Jahre 2027 zeigt. Detaillierte Schnittberichte habe ich euch unten in der Beschreibung mal verlinkt. Seit 2001 sind jetzt alle drei Fassungen auch bei uns in eigentlich fast jeder Seite erschienenen Edition drin. Im TV, da wird mittlerweile auch überwiegend die längere Special Edition gezeigt. Liegt es jetzt an der Nostalgie? Ich kann es nicht genau sagen, aber ich persönlich finde die reguläre Kinofassung irgendwo am rundesten. 2017 gab es dann übrigens eine weltweite Wiederaufführung des Films im Kino in 3D. Cameron halt. Wenn ihr dieses Video übrigens rund findet, gerne Daumen hoch, Abo dalassen, wer noch nicht hat. Ich sag dafür schon mal allerherzlichsten Dank, machen wir weiter. Die Zukunft, das Jahr 2029. Wir erfahren, dass Skynet damals nicht nur einen Terminator zurückgeschickt hat, sondern zwei. Der erste sollte eben Sarah Connor im Jahr 1984 töten, was ja bekanntlich gescheitert ist. Der zweite soll nun John direkt angreifen im Jahr 1994. John selbst konnte jetzt in der Zukunft neben Kyle Reese ebenfalls einen umprogrammierten Terminator in das Jahr 94 zurücksenden. Und seine Mission: John Connor im Kindesalter zu beschützen. Beide Terminator kommen jetzt in derselben Nacht an. Der T-800, also das Modell, das John beschützen soll, und der T-1000, eine mimetische Polylegierung, flüssiges Metall, das verschiedenste Formen und Gestalten gleicher Größe annehmen kann. Der nimmt sich bei Ankunft erstmal einen Police Officer vor und dessen Kleider. Der T-800 deckt sich in einer Bikerbar mit seiner präferierten Lederkluft ein und gönnt sich dann eine Harley. John Connor wächst bei Pflegeeltern auf, nachdem seine Mutter in die Pescadero Heilanstalt eingeliefert wurde, nachdem sie eigentlich nur noch vom Ende der Welt sprach. Dieser Judgment Day soll am 29. August 1997 von Skynet eingeleitet werden. Sarah, hier in der Obhut von Dr. Silverman, den wir noch aus Teil 1 kennen, sie hält sich stets bereit. John düst mit seinem Kumpel in das Einkaufscenter. Sowohl der T-800 wie auch der T-1000 können die Fährte aufnehmen. Dort kommt es dann zur ersten großen Konfrontation. John erkennt den T-800 als seinen Beschützer. Es kommt zur ersten Schießerei, anschließend zu einer wilden Verfolgungsjagd durch die Hochwasserkanäle von L.A. Sie können den T-1000 vorläufig abschütteln. John begreift nun, dass die Geschichten seiner Mutter wirklich wahr sind, dass die ganzen Vorbereitungen oder jetzt die ganzen Liebschaften mit irgendwelchen Soldaten ihren Zweck hatten, nämlich um von denen zu lernen und somit John auf seine zukünftige Rolle bestens vorzubereiten. Der T-1000 tötet Johns Pflegeeltern, um an ihn ranzukommen, was aber erfolglos bleibt. John bemerkt dann irgendwann, dass der T-800 jedem seiner Befehle Folge leisten muss. Seine wichtigste Order an ihn ist dann: Du darfst keine Menschen töten. Dann fahren sie zu Sarah. Sie wird währenddessen von der Polizei mit Fotos vom Vorfall im Einkaufscenter befragt. Schließlich handelt es sich wohl um denselben Kerl, der Jahre vorher im Polizeirevier ein Massaker veranstaltet hatte. Also das, was wir im ersten Teil gesehen haben. Sarah schweigt und startet kurz darauf einen Ausbruchsversuch. Sie weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass der Terminator, also der T-800, jetzt auf ihrer Seite ist. Der T-1000 ist mittlerweile auch schon bei der Heilanstalt angekommen. Dort kommt es dann zum nächsten Clash. Sarah erkennt nun rechtzeitig den T-800 als einen der Guten und zusammen mit ihm
und John können sie wieder gerade so dem T-1000 entkommen. In Gesprächen erfährt sie nun von ihm, von Cyberdyne-Ingenieur Miles Dyson, der durch Forschungen an den Überresten und dem Chip des ersten Terminators kurz vor der Vollendung dieser künstlichen Intelligenz Skynet steht. Sie fahren weiter nach Mexiko zu Mitstreitern. Der Terminator wird hier als Onkel Bob vorgestellt. Sarah sieht ihm und John beim Spielen zu und auf einmal erkennt sie seinen Wert, wie wichtig er für John ist. Denn obwohl er nur eine Maschine ist, ist er wahrscheinlich der beste Vater, den John jemals haben könnte. Er würde ihn bis zu seinem Tod beschützen. Nach einem Albtraum vom jüngsten Gericht, von Kindern, die sterben, beschließt Sarah nun endgültig, Miles Dyson auszuschalten und sie düst los. John und der T-800 hinterher. Sarah erwischt jetzt Dyson fast, aber im letzten Moment besinnt sie sich und erkennt, dass sie hier fast einen Unschuldigen getötet hätte. John und der T-800 stoßen jetzt dazu. Der zeigt Dyson, was er ist, was passieren wird. Und dass Dyson jetzt seine Arbeit lediglich aufgibt, ist ganz klar, das reicht nicht. Sie beschließen also, alles bei Cyberdyne zu zerstören, was jetzt mit den Mikrochips, dem alten Terminator und mit Skynet zu tun hat, fahren hin und legen los. Blöderweise fliegt relativ schnell alles auf. Unsere Crew kann zwar die gesamte Forschungsabteilung mit Sprengstoff präparieren, John packt dann auch den Terminator-Arm und den Mikrochip ein, aber das Gebäude ist jetzt nun von Polizei und SWAT-Teams umstellt und der T-1000 taucht auch wieder auf. Ein riesiges Feuergefecht in und um das Gebäude rum beginnt. Der T-800 ballert mit seiner Minigun alle Einsatzfahrzeuge platt, aber Dyson wird leider auch von einem SWAT-Team angeschossen. Am Ende opfert er sich selbst und bei seinem letzten Atemzug zündet er die aufgestellten Sprengsätze und die gesamte Forschungsebene ist Geschichte. Sarah, John und der T-800 flüchten in einem SWAT-Fahrzeug, der T-1000 in einem Hubschrauber hinterher. Es kommt dann zu einer beabsichtigten Kollision. Die drei müssen ein anderes Fahrzeug kapern. Der T-1000 schnappt sich einen Truck mit flüssigem Stickstoff und jagt sie weiter. Der T-800 probiert ihn erneut aufzuhalten und sie sind kurz vor einem Stahlwerk. Der Truck kippt. Flüssiger Stickstoff tritt aus und friert den T-1000 ein. Der T-800 kann ihn mit einem Hasta la Vista Baby, das er von John gelernt hatte, erstmal in 1000 Stücke schießen. Aber die extremen Temperaturen in dem Stahlwerk verflüssigen die Splitter wieder und der T-1000 kann sich erneut zusammensetzen und weiterjagen. Es kommt dann zu einem Zweikampf der beiden Terminator. Der T-800 scheint erstmal besiegt. John wird von Sarah getrennt. Der T-1000 greift sie dann an. Er nimmt ihre Gestalt an, um an John ranzukommen. Doch dann taucht die echte Sarah auf. John erkennt sie. Sie schießt dann mehrfach auf den T-1000 und dieser fällt dann fast in ein Becken mit flüssigem Stahl. Doch ihr geht leider vorher die Munition aus. Dann kommt Onkel Bob. Sein Notstromaggregat ist angesprungen. Er feuert seine letzte Granate auf den T-1000. Er fällt in das Becken und wird terminiert. Dann schmeißt John die Teile aus Cyberdyne noch rein. Doch das ist leider noch nicht das Ende. Der T-800 erklärt, dass auch er vernichtet werden muss. John ist am Boden zerstört, doch er sieht es ein. Der T-800 versteht nun, warum Menschen weinen, warum Leben wertvoll ist. Sarah lässt ihn daraufhin ins Becken hinab. Der T-800 verabschiedet sich dann mit einer letzten Geste der Hoffnung. Der Tag des jüngsten Gerichts wurde vereitelt. Sarah und John fahren nun in eine ungewisse Zukunft und Abspann. Ich möchte kurz auf zwei, drei Sachen eingehen, die ich bei diesem Film schon seit eh und je als nicht ganz so gut gelöst empfunden habe. Wir haben ja diese eine Szene, in der der T-1000 die Gestalt seiner Pflegemutter annimmt und Gemüse schnippelt. Das ist einerseits für eine Tötungsmaschine sehr, sehr unlogisch, andererseits für eine Infiltrationseinheit passt es doch irgendwie. Also man kann über diese Szene streiten. Außerdem habe ich die Funktionsweise des T-1000 nie verstanden. Eine mimetische Polylegierung? Ich meine, wie kann flüssiges Metall so komplex sein und wo sind da die ganzen Rechenchips, die das steuern? Das habe ich nie ganz verstanden, aber man muss es halt so hinnehmen. Die Geschichte spielt jetzt laut einigen dezenten Hinweisen im Film so um das Jahr 94, 95 rum. Und John wäre da wohl gerade mal 10 Jahre alt, obwohl er eindeutig wie ein 13-jähriger Bengel aussieht. Auch das hat mich schon immer ein bisschen irritiert, aber auch das sollte man einfach mal so hinnehmen. Dann, als Arnie aus der Biker-Bar rauskommt, läuft Bad to the Bone. Und ich glaube, selbst damals bei Release empfand ich diesen Song schon als
echt ausgelutscht. Ich meine, man hat ihn so oft gehört. Und dann ist es so, dass sehr, sehr viele Szenen nur Variationen von Sachen sind, die wir schon im ersten Teil gesehen haben. Wie zum Beispiel die Ankunft der Terminator, einige Verfolgungsjagden oder das Finale. Aber man muss ganz klar sagen, in deutlich, deutlich besser inszeniert und viel beeindruckenderen Bildern. Also das geht auch durch. Und zum Thema Zeitreisen, da sage ich diesmal auch gar nichts. Das ist etwas, das unser menschliches Gehirn niemals greifen kann. Und ich habe ja schon bei meinem Video zu Teil 1 ein paar Sätze darüber verloren. So, nachdem wir das jetzt dann alles abgehandelt haben, kommen wir nun zur eigentlichen Kritik und Analyse. Wenn man den Begriff bildgewaltig verwendet, dann fallen mir jetzt zum Beispiel irgendwelche Historienschinken ein oder irgendwelche Western von Leone zum Beispiel. Und Terminator 2. Ich kenne jetzt wirklich wenige Filme, ja, es gibt ein paar, die jetzt mehr oder weniger in der Jetztzeit spielen und die so große, epische Bilder haben, die sich wirklich in die Netzhaut einbrennen. Also da könnt ihr wirklich jetzt nennen, was ihr wollt. Egal, ob es ein Heat ist oder ein The Dark Knight, Terminator 2 ist von seiner Größe, von seiner Bildgewalt mindestens gleichwertig. Ich persönlich finde die Bilder sogar noch epischer. Von modernen CGI-Spektakeln sprechen wir an dieser Stelle nicht. Es geht um echte Bilder, echte Umgebungen, keine gerenderten. Was James Cameron und alle Beteiligten hier geschaffen haben, vor allem wenn man jetzt den Zeitdruck mit berücksichtigt, das ist schier unglaublich. Der Film ist wirklich so on point inszeniert, als hätte man Jahre in die Vorproduktion reingesteckt und nicht nur ein paar Wochen. Und streng genommen entstanden war alles ab der ersten Skriptseite bis zum finalen Film im Grunde genommen innerhalb etwa eines Jahres. Das ist absolut verrückt. Sicher war es hier von Vorteil, dass man jetzt auf Ideen und Deleted Scenes aus Teil 1 als Grundgerüst der groben Geschichte hier zurückgreifen konnte. Und ich meine, warum nicht? Daran erkennt man ja, wie viel zusätzliches Potenzial jetzt in Teil 1 steckte. Und das hat man hier jetzt mit einem üppigen Budget nun endlich realisieren können. Und wie gesagt, seinerzeit die teuerste Produktion aller Zeiten. James Cameron, er inszeniert mit so einer Wucht, gleichzeitig mit so einer Ruhe und Übersicht, dass sich jeder einzelne Shot, jeder einzelne Frame voll entfalten kann. Und innerhalb dieser ganzen wahnsinnigen Bilder findest du auch Gefühle, Emotionen und wundervoll dosierten Humor. Die Beziehung, die Dynamik innerhalb dieser kleinen Familie, Sarah, John, T-800, sie ist grandios. Und gleichzeitig haben wir dann auch immer dieses unterschwellige Gefühl der Bedrohung hier in diesem Film. Jetzt nicht nur durch die Terminator, sondern eben auch durch einen anstehenden Nuklearangriff initiiert durch Skynet. Die Bilder, die Cameron hier erschaffen hat, vor allem während den Visionen, der Atompilz, die Hochhäuser, die von den Druckwellen zerstört werden, der brennende Spielplatz, ist furchtbar. Und es ist auch so greifbar, was es noch beängstigender macht. James Cameron schafft es jetzt dann eben, diese ganzen verschiedenen Gefühlsebenen, die Angst, den Kummer, die Wut, aber auch den Humor und die einsetzende Menschlichkeit des T-800 perfekt auszubalancieren. Eingebettet in spektakulären Bildern mit einem genialen Score. Allein wie der Film anfängt. Es geht gleich ins Getümmel. Wir sehen wahnsinnige Schlachtszenen in der Zukunft. Wir haben ein fantastisches Sounddesign. Die Fahrzeuge, sie sehen super aus. Während Teil 1 hier richtig gut getrickst hat, man aber trotzdem irgendwo die Miniaturmodelle noch erkennen konnte und es teilweise so wirkte, als hätte man auf irgendeinem Schrottplatz gedreht, wirkt es hier einfach nur echt. Das Endoskelett mit der Waffe in der Hand. Episch. John Connors vernarbtes, vom Krieg gemeißeltes Gesicht. Toller Cast hier übrigens. Absolut ehrfurchteinflößend. Schrittweise lernen wir dann die Charaktere kennen. Sarah Connor ist in meinen Augen wirklich logisch weitergedacht. Linda Hamilton macht jetzt sowohl körperlich als auch charakterlich verdammt viel her. Hart, aber in den entscheidenden Momenten immer noch sensibel, menschlich. Ihre Begegnung mit dem T-800 in den Fluren der Heilanstalt, die ist so gut. Sie weiß in diesen Sekunden ja noch gar nicht, dass er eigentlich auf ihrer Seite ist. Und insgesamt ist Sarah Connor wirklich eine der glaubwürdigsten Badass-Frauenfiguren der gesamten Kinogeschichte. Und zum Thema Badass, ich fand es so genugtuend, als sie diesem einen Pfleger die Fresse poliert hat, der wo sie immer misshandelt hat. Arnold Schwarzenegger als Onkel Bob ist die Rolle seines Lebens. Macht er schon im ersten Teil eine mehr als gute Figur als Maschine aus der Zukunft, ist er hier eben nicht nur das. Er ist der T-800. Gestik, Mimik, Auftreten, sein Äußeres. Ab Sekunde 1
on point. Und interessanterweise wirkt er hier von Beginn an auch deutlich weniger bedrohlich als bei seiner Ankunft in Teil 1. Gut, das war jetzt auch schon so beabsichtigt. Wie er sich jetzt die Klamotten hier in der Bikerbar holt, sowie dann die Fatboy. Ich meine, es war eine Fatboy. Ist pures Gold. Selbst wenn man es vorher nicht wusste, konnte man jetzt bei diesem Einstieg schon irgendwo erahnen, dass Schwarzenegger hier wahrscheinlich eher den Guten spielt. Was ich jetzt gerade bei diesen beiden Figuren, also Sarah Connor und dem T-800 spannend finde, ist eben die Tatsache, dass sie hier so ein bisschen ihre Rollen tauschen. Während der Terminator mit fortschreitender Laufzeit jetzt immer mehr menschliche Züge zeigt, ist Sarah Connor stellenweise mehr Terminator als der Terminator selbst. Sie ist fokussiert, sie sucht sich später dann ihr Ziel der Vernichtung, eben als Dyson, und schreitet zur Tat, findet aber gerade noch rechtzeitig zu ihrer Menschlichkeit zurück. Aber bei ihrem Wissen, bei ihrem Werdegang, seit sie damals Kyle Reese kennengelernt hatte, ist es irgendwo nachvollziehbar, warum sie Dyson fast ausgeschaltet hat. Aber gut, dass sie es eben nicht gemacht hat. Die Menschlichkeit hat am Ende doch gesiegt. Und der T-800, der wird eben mit fortschreitender Laufzeit immer mehr zu Onkel Bob, der dann so wundervoll mit John harmoniert. Die ganzen kleinen, feinen Gags, die sich gerade in deren Beziehung jetzt hier in dem Film eingeschlichen haben, sie sind wunderbar menschlich und sie passen einfach so gut. Dann gab es da Sarahs inneren Monolog, als sie jetzt John mit dem T-800 spielen sieht, und den fand ich unheimlich ergreifend. Sie erkennt, dass von allen Vätern, die sie sich für ihn vorstellen konnte, ausgerechnet diese Maschine der bestmögliche aller nur erdenklichen Väter ist. Kyle Reese hätte seinen Job sicherlich auch toll gemacht, aber Kyle Reese ist tot. Der T-800, er würde niemals aufgeben, er wäre immer für John da und er würde für ihn sterben. Wunderbar gespielt hier übrigens von Neuling Edward Furlong. Schade, dass er dann später viele Jahre so abgedriftet ist, aber er scheint sich seit einiger Zeit wieder ein bisschen gefangen zu haben. Er bringt dann dieses Rebellische, dieses Aufmüpfige und doch stets Bereite und Kämpferische hier in diesem Film auch so wunderbar rüber. Und er zeigt an der Maschine, was es heißt, Mensch zu sein. Wegen John, also quasi seinem Ersatzkind, versteht er nun, warum Menschen weinen, was es eben heißt, Mensch zu sein. Dann wird er am Ende in den flüssigen Stahl hinabgelassen und mit einem Daumen hoch signalisiert er John, hab Hoffnung. Auch wenn die Zukunft noch dunkler scheint. Wir sind auf einem guten Weg. Boah, ich fange gleich an zu heulen, Mann. In der Rolle des T-1000, da kann ich mir rückblickend niemanden Besseres vorstellen als Robert Patrick. Denn wir dürfen nicht vergessen, ein Terminator ist ja eine Infiltrationseinheit. Unauffällig, jemand, der in der großen Masse verschwinden kann. Robert Patrick, der macht das so gut. Er wirkt als Cop so unscheinbar. Und sobald sein Ziel dann in der Nähe ist, wenn er Witterung aufgenommen hat, dann wird er zum absoluten Raubtier. Und Leute, ich habe noch nie jemanden so rennen sehen wie Robert Patrick hier in diesem Film. Die Effekte hier im Terminator 2, vor allem alles, was jetzt nicht gerade CGI ist, es ist der absolute Wahnsinn. Das ist übrigens echt gebaut worden und auch nicht CGI. Und deswegen sieht es auch so verdammt gut aus. Die Szenen in der Zukunft, die Modelle, das Make-up, die Puppen, sensationell. Und wie gesagt, sehr viele T-1000 Szenen sind ebenfalls Puppen und kein CGI. Und deswegen finde ich, sieht das einfach nochmal genialer aus. Bleiben wir beim CGI. Ja, mittlerweile wirkt es etwas veraltet und angestaubt, aber manches finde ich immer noch super. Hier der T-1000, wie er sich jetzt aus dem Fußboden erhebt oder seine Extremitäten, die er dann in diese Waffen verwandeln kann. Anderes ist nur noch okay. Gerade jetzt die Szene, wenn er jetzt eine silberne Stahlform hat, also kurz davor ist, sich jetzt dann eben wieder in den Officer zu verwandeln. Wie nannte man das? Morphing? Damals bahnbrechend. Mittlerweile nicht mehr. Aber dadurch, dass es relativ wenig hier im Film vorkommt, ich meine nochmal, insgesamt gerade mal 5 Minuten CGI, stört mich das überhaupt nicht. Die Action-Szenen immer noch mit das Beste, was jemals gefilmt wurde. Die Verfolgungsjagd mit dem Truck in den Hochwasserkanälen von LA, die ganzen Stunts, die Schlacht bei Cyberdyne Systems, die finale Verfolgungsjagd mit Hubschrauber und anschließend dem Truck, wie sich jetzt T-800 und T-1000 gegenseitig die Fresse polieren und wie Arnie dann aussieht, so gut. Und alles eben so toll und übersichtlich gefilmt und dann geschnitten, auf den Punkt. Danke, James. Brad Fiedel hat hier mit seinem Score ebenfalls wieder Großartiges erschaffen. Diese gewaltigen Klänge hier in diesem Film, die begleiten das Gesehene so gut. Und eben genau das. Sie begleiten die Bilder. Sie erschlagen diese nicht. Ab Titeleinblendung bis zum Abspann
perfekt. Ansonsten möchte ich noch mal kurz erwähnen, obwohl jetzt die verlängerte Fassung deutlich mehr Charakterisierung, Emotionen und auch Erklärungen hat und wir auch ein kurzes Wiedersehen mit Michael Biehn haben, was ja wirklich großartig ist, bin ich persönlich eher ein Freund der regulären Kinofassung. Ich finde, dass alles, was jetzt in den zusätzlichen Szenen der Special Edition ausgesprochen wird, in der Kinofassung schon zwischen den Zeilen auch durchkommt und macht diese dann somit für mich persönlich zum rundesten Erlebnis. Ich muss an dieser Stelle sagen, Terminator 1 mag ich persönlich so ein Mö mehr, weil der halt eben auch so eine Horroratmosphäre hat und das ist einfach so eine Sache, da fahre ich persönlich drauf ab. Der insgesamt bessere und vor allem auch besser inszenierte Film ist aber dieser Terminator 2, trotz der kleinen Mängel, die ich anfangs von meiner Kritik angesprochen habe. Eine ganz besondere Familienkonstellation, die so gut funktioniert, mit einer Maschine, die Ersatzvater und Mensch wird. Eine Inszenierung, die uns Zuschauer den Schrecken einer drohenden Auslöschung wirklich spüren lässt und uns mit die beste Action aller Zeiten bietet. Mit Darstellern, die wirklich alle wie die Faust aufs Auge zu ihren Rollen passen und die dafür sorgen, dass wir an ihnen kleben bleiben. Terminator 2 ist ein Meisterwerk, das uns trotz des Unheils, das ständig mitschwingt, am Ende mit einem Gefühl der Hoffnung entlässt. Ganz, ganz großes Kino. Volle Punktzahl 10 von 10. Danke fürs Zuschauen.